Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, Ihnen hier im Saal. Ja, Ihnen hier im Saal und selbstverständlich auch Ihnen zu Hause und in den Büros. Willkommen zum Klimakongress des Bundesverbands der deutschen Industrie. Das, was wir hier besprechen, das hat Gewicht. Sie erinnern sich vielleicht, vor 2 Jahren hat der BDI Schlagzeilen gemacht mit einer Studie, die zum allerersten Mal die konkreten Investitionskosten des Klimawandels und der Klimawende beziffert hat. Die Botschaft war klar: Es wird teuer, verdammt teuer sogar, aber wir können das schaffen. Und zwar gemeinsam, Unternehmen, Bürger und Staat. Jetzt allerdings, nach 2 Jahren, gibt es ernste Zweifel bei den Bürgern und bei den Unternehmen. Die volkswirtschaftliche Lage verdunkelt sich. Hohe Energiekosten, überbordende Bürokratie, fehlende Fachkräfte. Der Standort Deutschland ist angeschlagen. Welche Weichen müssen wir also neu stellen? Wie kann die Klimawende gelingen, ohne dass die Industrie in Deutschland auf der Strecke bleibt? Das wollen wir hier in den kommenden 1,5 Tagen gemeinsam diskutieren. Wir bringen Akteure aus Politik, Unternehmen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft ins Gespräch. Mein Name ist Inga Michler, ich bin im Hauptberuf Wirtschaftsreporterin bei Welt und darf Sie durch diesen Kongress und so manche Debatte führen. Jetzt hat aber erstmal der Gastgeber unseres heutigen Tages das Wort, der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Professor Dr. Siegfried Russwurm. Herzlich willkommen, bitte schön. Und guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Klimakongress des BDI. Schön, dass Sie da sind. Es gibt nämlich viel zu besprechen, und zwar aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Der Mittelständler in ländlicher Region oder der Standort des Großunternehmens im industriellen Ballungszentrum, Industrie, Versorger, Betreiber, Bund, Länder, Kommunen, Politik, Verwaltung, Regulierer. Und entsprechend umfassend ist die Agenda für heute und morgen. Und nicht nur schön, sondern gut, dass Sie da sind. Aber nicht gut, wie es um das Thema steht. Leider gibt es wenig Anlass zur Zuversicht. Vieles macht uns in der Industrie erhebliche Sorgen. Und einiges macht uns offen gesagt fassungslos. Lassen Sie mich vorab feststellen, an der Notwendigkeit, den Kampf gegen den Klimawandel energisch zu führen,
gibt es nichts, aber auch gar nichts zu relativieren. Die Ziele, die wir uns für die Dekarbonisierung in Europa und in Deutschland gesetzt haben, sind für uns der Maßstab. Wir, die Industrie, egal ob kleiner Mittelständler oder großer Konzern, wir wollen diese Ziele erreichen, lieber schneller als langsamer. Aber eines, meine Damen und Herren, wollen wir nicht: auf der Strecke bleiben oder deutlicher ausgedrückt untergehen, weil uns die Konkurrenzfähigkeit abhanden kommt und jede verlässliche Planungsgrundlage fehlt. Erfolgreich wirtschaften und investieren können Unternehmerinnen und Unternehmer nur, wenn die Rahmenbedingungen kalkulierbar sind und wenn die Kostenposition wettbewerbsfähig ist. Beides ist immer weniger gegeben. Die Konsequenz daraus ist ganz real und desillusionierend. Wertschöpfung, Betriebe und Arbeitsplätze weiter Teile der energieintensiven Industrie an ihren Standorten in Deutschland sind ganz konkret in Gefahr. Industrielle Produktion bricht weg oder wird ins Ausland verlagert. Das Licht an immer mehr deutschen Standorten wird buchstäblich ausgeschaltet. Ja, das ist dann auch ein Beitrag zur Klimaneutralität. Wo nichts mehr produziert wird, da ist Carbon Free erreicht. Aber nein, das dürfen wir nicht geschehen lassen. Das wäre fahrlässig, zynisch, ja eine echte Bankrotterklärung. Und Aussagen im öffentlichen Diskurs, die energieintensive Industrie habe in Deutschland ausgedient, Deutschland solle sich auf anderes konzentrieren, die irritieren mich massiv. Das ist im besten Fall praxisfern. Das wird sich ganz sicher als ein fataler Irrtum erweisen und deswegen dürfen wir es nicht geschehen lassen. Glaubt denn wirklich jemand daran, wer Stahl, Chemie und andere Basisindustrien verliert, kann dauerhaft nachgelagerte Wertschöpfungsstufen und Kompetenzen hier im Land halten? Kann Ausrüster von Produktionslinien sein, die es hier im Land nicht mehr gibt, mit Maschinen, Anlagen, Automatisierung und Software? Dass wir uns da dagegen stimmen, hat nichts mit künstlichem Festklammern an überkommenen Industrien zu tun. Bahn und Autos benötigen Stahl, Windkraftwerke auch, und zwar ziemlich viel davon. Ohne Chemie kein Hightech quer durch alle Branchen. Ohne Glas kein Haus, aber auch kein Handy und viele Medikamentenverpackungen auch nicht. Ohne Keramik keine hochdrehende Turbine, eine wasserstofffähige Gasturbine schon gleich gar nicht. Und ohne keramische Isolatoren kein Energienetz und kein Schaltgerät. Für Deutschland als Industrie-, Export- und Innovationsland wäre ein solcher Verlust industrieller Kompetenz fatal. Und für den Schutz des Weltklimas wäre nichts, aber auch gar nichts gewonnen. Nehmen Sie das als Warnung, als Brandrede, als Weckruf oder einfach nur als Appell, aber machen wir uns endlich ehrlich. Wesentliche Teile der industriellen Produktion in Deutschland stehen auf dem Spiel. Und was macht die Bundesregierung? Sie hat angekündigt, den Spitzenausgleich für die Stromsteuer auslaufen zu lassen, spart sich gegen eine Entlastung stromintensiver Betriebe, lässt im Unklaren, wie die immens hohen Kosten für den Ausbau der Übertragungsnetze geschultert werden sollen und wie das Marktdesign für den Betrieb von wasserstofffähigen Backup-Kraftwerken aussehen soll. Von denen brauchen wir laut dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz sehr schnell mindestens 25 Gigawatt. Wir als BDI kamen in unserer Analyse auf über 40, wenn wir uns nicht auf die Importe von unseren Nachbarn verlassen wollen oder können. Aber schon 25 Gigawatt bedeuten 50 neue Kraftwerke, die geplant, genehmigt und gebaut werden müssen und finanziert. Heute gibt es dafür keinen Business Case. Und mit dem fängt halt alles an. Eine weitere politisch induzierte Verteuerung von elektrischem Strom, während etliche Branchen in extreme Bedrängnis geraten und den Glauben an die Zukunftsfähigkeit ihrer deutschen Standorte verlieren, das macht Unternehmerinnen und Unternehmer einfach nur fassungslos. Was wir zumindest brauchen, sind verlässliche Aussagen zu den Gesamtkosten für den Umbau des Energiesystems. Und daraus abgeleitet zuvorderst eine seriöse Einschätzung des Stromkostenniveaus jenseits von 2030. Das ist die Voraussetzung für den viel diskutierten Brückenstrompreis. Denn dann wüssten wir endlich nicht nur, wo die Brücke heute beginnt, sondern wir wüssten auch, wo sie hinführen muss,
und wie lange sie sein muss. Ein erster zwingend gebotener Beitrag zur Rückführung der Stromkosten wäre die Absenkung der deutschen Stromsteuer auf das europäische Minimum und eine deutliche Senkung der schnell steigenden Netzentgelte. Davon hätte jeder und jede etwas. Es braucht aber mehr und vor allem mehr Klarheit, um wieder zu einer hinreichenden Vertrauensbasis für Investitionen in die Transformation zurückzufinden, an der es so offensichtlich fehlt. Dafür ist eine konkrete, verlässliche Perspektive auf genügend grünen Strom zu global wettbewerbsfähigen Preis zwingend. Und Gleiches gilt für genügend grüne Moleküle, für grünen Wasserstoff. Beides, meine Damen und Herren, ist heute nicht gegeben. Es fehlt nicht an Einsicht. Ich zitiere den Bundeskanzler. Die Energiewende wird scheitern, wenn die Genehmigung einer Windkraftanlage mehrere Jahre dauert. Und weiter hat der Bundeskanzler gesagt, nochmal wörtliches Zitat, Deutschland hat sich mit Vorschriften zugemauert. Es kann mit dem gegenwärtigen Gesetzesstand gar nicht funktionieren, dass wir unsere Ziele erreichen. Zitat Ende. Manchmal frage ich mich, wem hält der Bundeskanzler da eigentlich den Spiegel vor? Er hat ja recht, wenn er sagt, ein Deutschlandpakt muss her. Und die Ministerpräsidenten sagen das auch. Und die Union sagt das auch. Aber letztlich wiederholt sich immer wieder das gleiche Spiel. Die einen zeigen auf die anderen. Und alle sagen, an ihnen liegt es nicht. So, meine Damen und Herren, kommen wir nicht voran. Das Hin und Her innerhalb der Ampelregierung, das Verweisen von Verantwortung vom Bund auf die Länder, auf die Kommunen und wieder zurück, das muss endlich aufhören. Wir brauchen Entscheidungen und wir brauchen ihre Umsetzung im Land, nicht die Ausrede, dafür seien andere zuständig. Die Erkenntnis, dass wir nicht zum Ziel kommen, wenn wir so weitermachen wie bisher, die ist nicht Neues. Wir brauchen die Sicherheit, dass die Dinge real vorankommen. Wir müssen eine Ermöglichungskultur schaffen, damit zum Beispiel Leiter von Genehmigungsbehörden ermutigt und belohnt werden, wenn sie zügig Entscheidungen treffen, statt die Verantwortung über mehrere Gutachter auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Ähnliches gilt für die vielfältigen Klagemöglichkeiten nicht unmittelbar Betroffener, die lange Verzögerungen verursachen. Wir brauchen Mut und Freiraum für schnelle Entscheidungen und zur zügigen Umsetzung. Wir brauchen, ja, Deutschlandgeschwindigkeit, aber wir brauchen sie überall. Meine Damen und Herren, Deutschland ist definitiv nicht gut unterwegs in Richtung seiner Klimaziele und deren Zeitpläne. Das allein ist schon schlimm genug. Aber gleichzeitig wächst täglich das Risiko, weitere Teile des produzierenden Gewerbes in Deutschland zu verlieren. Lassen Sie uns heute und morgen in aller Klarheit darüber sprechen. Wir sind zum Erfolg verdammt. Es gibt keine Alternative. Aber reale Gefahren können und dürfen wir nicht verschweigen. Sie sind mehr als offensichtlich. Deswegen ist ein Weiter-so, ist more of the same, keine Option. Am Ende gibt es nur eines. Wir müssen vieles anders machen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Russwurm. Wir sind zum Erfolg verdammt.